Hallo und herzlich willkommen zum Rambovis PTS-Bericht, Teil 2 von der Storyline. Jo, schaut einfach mal zu. Wir geben jetzt quasi, nachdem ein Drohnencast war, die Quest ab und jetzt werden wir auch gleich ein Riesenproblem feststellen. How long will it be until the Republic can move against... Purely a matter of logistics. If we can open up the lines from... It's Typho. We need everything we've got! What are you talking about? Imperial forces just hit Typho. ISO 5 bombing, strike teams in the Jedi Temple. They need our support now! How did this happen? If you're willing to help, we might be able to find out. Blue Squadron, complete refueling operations and launch immediately. Any Wave 1 troops not injured on Korriban, re-equip and board. Sean, you gather whatever sensor data we have and forward it to all forces. I want everyone en route in 5. Move! Time to make the Empire wish they'd never even heard of Tython. Agreed. Don't hold anything back. I'll pull up every bit of data we've got and talk you through the whole way. Good luck. Jo, jetzt sollen wir also nach Tython. Und die Armee dort zurückschlagen. Dazu gehen wir hier links rein. Ja, hier wären wir dann jetzt auf Tython angekommen. Müssen das Ganze jetzt verteidigen, wie ihr schon in der Storyline-Quest gesehen habt. Und wir legen mal los. Also auch wie beim vorherigen Video werde ich hier immer mal wieder den ganzen Spaß skippen. Damit ihr nicht hier zu lang zugucken müsstet, wie wir irgendwelche Ads umklopfen. Deshalb laufen wir jetzt erstmal los. Was wir überhaupt machen? Zur äußeren Verteidigungslinie stoßen, was wir jetzt getan haben. Und jetzt ein paar ja, Artillerie-Skillen. So, das machen wir jetzt auch. Und sobald wir beim nächsten Punkt sind, geht's hier auch weiter. So, hier wären wir dann also an der ersten Artillerie. Die machen wir kaputt und davon müssen wir noch einige mehr killen. Target Nummer 1. Wir müssen halt uns jetzt hier durch ganz viele Ads durchklopfen, also hier stehen ganze Außenposten von Imps. Nachdem die dann getötet wurden, machen wir immer hier diese Artillerien kaputt und dann geht's auch weiter. Ich zeige euch jetzt nicht jeden einzelnen Spawnpoint von diesen Artillerien. Hier sind 5 Stück und anschließend geht's wahrscheinlich da unten weiter. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt den letzten, ja, die letzte Artillerie zerstört. Das heißt, wir haben auch keine roten Kreise mehr unter uns und müssen jetzt weiter hier nach oben zur nächsten Verteidigungslinie. Das ist hier alles so, ja, wie ihr es halt von Tython kennt, wenn ihr dort gelevelt habt. Hier oben irgendwo müsste man starten und kommt hier an. Und hier fängt man quasi dann das Leveln an. Nur, dass es halt jetzt ein bisschen anders ausschaut. Ja, da oben ist dann der erste Boss. Das heißt, ich bleibe jetzt auch mal kurz drauf. Also ein bisschen Trash könnt ihr euch auch mit angucken. Ansonsten spule halt jetzt mal 10 Sekunden vor. Oder auch 20. Schauen wir mal. Genau, und jetzt müssen wir Major Travic killen. Und dann auf geht's. Nicht in Sichtweite. Immer ganz wichtig als Range, stellt euch neben diese Heal-Pötte da. Dann könnt ihr auch während des Castens mal kurz draufklicken, wenn ihr keinen Heiler dabei habt. Ich habe zwar als Heiler gelistet, aber hat gerade keine Lust auf Heilen, weil die bisherigen Erfahrungen auf dem PTS ist doch so, dass sehr wenig DDs dabei sind, die Damage machen. Und man kann auch die Encounter quasi skippen, wenn man einfach den Boss umjuckt, was jetzt in dem Fall nicht funktioniert hat. Weil hier ein paar Artillerieschläge reinkommen. Orbital Strikes, so. So, hier nochmal, ich habe es ja vorhin schon mal gezeigt, den Korriban, Force Barriers, baut Stacks auf und dann
Ja, da sind die ersten schon down. So. Ja, das war der erste Boss. Also die Fähigkeiten sind durchaus gar nicht mal so schlecht gemacht. Hat man ja bei Korriban schon gesehen. Kannte man so noch nicht und ja, hat doch schon einen ziemlich guten Effekt meiner Meinung nach. So, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Wir müssen jetzt hier, naja, den Datenkern da drüben deaktivieren. Diesen Datenpunkt, Datenstation, nennt sie wie ihr möchtet. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine kleine Zwischensequenz gibt, die ich dann auch wieder skippen werde, damit ihr nicht zu viel erfahrt. Weil ihr sollt ja auch einen Anreiz, doch gibt nichts leider. Okay. Dann müssen wir halt jetzt zum Jedi-Tempel. Den Weg kennen wir ja auch. Hier haben wir diese komischen. Ja, keine Ahnung mehr, wie diese Typen hießen. Fleischräuber, ich glaube Fleischräuber hießen die. Gekillt, als wir gelevelt haben. Und hier haben wir wieder eine etwas ja, stärkere Truppe am Start. Also es ist durchaus empfehlenswert, solltet ihr nicht mit einer voll gegierten 78er Gruppe hier unterwegs sein. Auch mal ein CC zu benutzen. Weiß, viele von euch kennen das gar nicht mehr. Aber sowas gibt's auch. Gut. Dort und den hier noch zu. Ja, jetzt los. Jo. Kurz die Map, zack, weiter geht's. Ja, wie gesagt, also im Endeffekt ist es schon, wie bei Drum und Car schon war es, die Map, genau wie das Stadtgebiet. Und hier ist es halt auch. Oh. Ja, siehst du, da sind sie doch, die Fleischräuber. Auch das Stadtgebiet der Reps. Also wer noch kein Imp gezwingt hat, beziehungsweise kein Rep gezwingt hat, wird hier doch ziemlich viel Spaß haben, das Ganze mal zu sehen. Ist ja auch mal interessant. Für alle anderen, ja, ihr kennt's. Nichts Neues. Also finde ich schon ziemlich gut gemacht, also dass sie doch die Welt so behalten haben und nicht irgendwie was Neues gebaut haben. Einerseits könnte man jetzt argumentieren, ja, Faulheit, keine Ahnung. Aber man sieht ja schon hier, es wurde ja viel umgebaut. Also, es ist ja nicht dasselbe hier, die brennenden Bäume, überall die Pylons kaputt. Ja. Nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir wieder Artillerie zerstören. Eine Gruppe zeige ich euch noch und dann schalte ich wieder kurz um. Ja, die schauen aus wie die bei Caracas Palast, also von daher auch nichts Besonderes. Also Caster würde ich auch grundsätzlich empfehlen, zuerst zu killen. Ja, schon auf Korriban, Sis-Fuzis. Sis-Hexer. Da die doch heilen und irgendwelche doofen Fähigkeiten noch. Naja, wie bei Caracas Palast kaputt machen. Wapp, das war's. Wie gesagt, wir zerstören die vier jetzt und dann geht's hier oben weiter und dann geht's auch hier weiter. Bis gleich. So, da haben wir jetzt auch noch Nummer 4 zerstört. Stehen jetzt auch hier vor dem Tor. Und hier gibt's wieder einen kleinen Boss. Oder eine. Ja, eine Frau. Schauen wir mal, was die so kann. Davon, wenn man nicht vorher weiß, dass sie. Es ist doch leicht uncool. Korrumpierer lässt grüßen. Wo ist sie jetzt hin? Kann der mal eine Aufdecksrunde setzen? Da ist er. Ah. Ja, seltsamer Encounter. Finde den Boss. Da ist er. Was ist das für ein Schwachfug, ey?
Ja, das waren wieder irgendwelche schmerzfreien Programmierer am Werk. Ja, da will ich mal raus. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das Geheimnis ist, hier rumzulaufen, nur meine Leute wissen das noch nicht. Jump around. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Auf jeden Fall ist es ziemlich nervig, wenn der Boss ständig abhaut. Sehr gut, gut dahinten stehen. Ich glaube, ich muss meine Aussage mit tollen Encountern noch mal revidieren, aber... Ja, ist ja jetzt nicht schlecht unbedingt, aber hätte man auch vielleicht ein bisschen anders lösen können. Sound resumed. Was war denn das für ein nerviger Boss, ey? Hast du ihn noch nicht gemacht? Nee, hier war ich noch nicht. Ja, jetzt haben meine Kollegen das Ding schon hier, ja, erreicht. Also wir haben hier eine epische Schlacht hinter uns mit ganz vielen Azubis der Sith. Mussten hier reingehen und jetzt eben diese drei Generatoren erledigen. Und was passiert natürlich? Es kommen noch mehr jetzt. Von daher, bis gleich. Ja, hier sind wir dann auch am Energiefeld. Und bekommen wieder eine kleine Zwischensequenz. Auch diesmal werde ich diese skippen. Und ihr könnt sie euch dann quasi angucken, wenn ihr selbst im Spiel seid. Von daher, gucken wir mal, was der Endboss so zu bieten hat. So, da geht's auch schon los. Wie gesagt hat er nicht. Warum das lustig ist, werdet ihr selbst feststellen, wenn er das Ganze mal macht. Aber jetzt kümmern wir uns um den nächsten Kampf. So, Datagron. Kann ich die anvisieren? Nee. Doch, kann man. Deswegen geht er auch so schnell runter. Einmal Macht geben, bitte. Okay. Ist auch wieder ein lustiger Encounter. Lauft im Kreis so lange, bis nichts mehr da ist. Da drüben braucht jemand Heilung. Und ein Datagron. Ja, diese. Ja, da war der Plattenplatz voll. Ist auch nicht schlimm, weil das, was jetzt eigentlich passiert ist, möchte ich euch auch nicht spoilern. Wir haben den Bosskampf beendet und dann kam noch ein bisschen die Zwischensequenz. Als nächstes müsst ihr wieder hier in die Phase zurück. Dann wird euch eben kurz erzählt, dass jetzt Tyson mit aufgebaut wird und bla. Wie gesagt, so viel spoilern möchte ich da nicht. Schaut es euch lieber selber an. Aber jetzt so zum Abschluss zeige ich euch nochmal das Flashpoint Vendor Gear. Weiß gar nicht, wer das vorhin bei uns gewonnen hat, das Token. Die älteren Spieler unter euch werden es noch kennen. Und zwar ist es einfach das ja, Kampfmeister Gear vom Gelehrten. Und es gibt es sowohl auf Imp als auch auf Rep-Seite. Einfach in zwei verschiedenen Farben. Ist Legacy Gear und ist auch adaptiv. Und das gibt es halt jetzt neu. Beziehungsweise halt einen Grund, um das Ganze hier zu farmen. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Flashpoints bekommen können. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.